Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Lesevideo bei mir. Ich habe heute für euch den 7. Teil der Princeton-Reihe im Gepäck von der lieben Josie Charles und zwar heißt der Yankee Bird and Soccer Boy. Ja, um was es geht, sieht man klar und deutlich auf dem Cover. Es geht um Fußball und es spielt eine Frau und ein Mann eine Rolle. Wie soll es anders sein? Und ich habe mir gedacht, da werden doch bestimmt Vorurteile auf uns zukommen. Es handelt sich, wie gesagt, hier um den 7. Teil der Princeton-Reihe. Jedes Buch kann völlig unabhängig voneinander gelesen werden. Ohne jegliche Vorkenntnisse könnt ihr in jede Geschichte eintauchen. Wir landen halt nur mit jedem Buch in Princeton und jedes Paar ist einfach etwas ganz Besonderes. Denn Princeton lehrt uns, dass Vorurteile nicht erwünscht sind und wenn jemand anders sagt, du schaffst das nicht, ist das sein Problem, aber nicht deins. Man kann seinen Weg halt einfach gehen. Tja, ob es den beiden gelingt, ich nehme euch mal mit in den Anfang, stelle euch das ein bisschen vor und bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Inhalt: Soccer ist nichts für Frauen. Gegen das Klischee kämpft Cammy schon eine Ewigkeit. Als hätte es sie nicht schwer genug, sich mit ihrem ungewöhnlichen Lieblingssport an der Princeton University durchzusetzen, mischt sich auch noch der englische Austauschstudent Hunter ein und meint alles besser zu wissen. Wenn es nach ihm geht, heißt es nicht Soccer, sondern Fußball. Außerdem sind US-Frauen Tussis und haben auf dem Platz nichts zu suchen. Für die beiden scheint es ausgeschlossen, in einer Mannschaft zu spielen, doch dann taucht wie aus dem Nichts Konkurrenz auf und die zwei müssen zu einem Team zusammenwachsen, das nicht länger gegeneinander kämpft, sondern Seite an Seite und Herz an Herz. When life is a match, love is the goal. Tja, ein interessanter Klappentext. Erwartet uns schon mal eine ganz interessante Story, würde ich sagen, ne? Huhu zusammen. Meine liebe Nika von dem Buchblog Nikas Lesewahnsinn hat neulich gepostet, dass eine Rückkehr nach Princeton schon ein bisschen wäre wie nach Hause kommen. Genauso geht es mir inzwischen nach anderthalb Jahren und 7 Büchern auch. Ich habe den Campus mit seinen prachtvollen alten Gebäuden, den Verbindungshäusern an der Prospect Avenue und dem Diner namens Jukebox in sich, in dem sich meine Brotas mit ihren Klicken und Mannschaften treffen, in mein Herz geschlossen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dorthin zurückkehren darf, um eine weitere Geschichte für euch zu schreiben. Bevor ich euch in das nächste Princeton-Abenteuer schicke, möchte ich mich aber bei meinen lieben Testleserinnen bedanken, die trotz meines Schreibwahns immer wieder Zeit für meine Bücher nehmen. Sie bedankt sich dann bei denjenigen und ich wünsche euch viel Lesespaß mit meinen Fußballmädels und Jungs und falls ihr schaut, noch ganz viel Spaß bei der EM. Eure Josie. Prolog. London, England. Hunter. Die Nachspielzeit läuft. Noch ungefähr 50 Sekunden bis zum Abpfiff und es steht immer noch 2-2. Aus der Nähe der gegnerischen Torlinie sehe ich zu, wie Ronnie, einer unserer Mittelfeldspieler, nach vorn hechtet, auf den Ball zu, den einer der Gegner gerade im Sprint vor sich her dribbelt. Für einen Moment herrscht atemlose Stille im Stadion. Dann schafft es Ronnie, ihm den Ball abzunehmen, schnell, geschickt und ohne das Hauch eines Fouls. Unsere Fans jubeln und stimmen meinen Gesang ein, der uns zeigt, was sie als nächstes von uns erwarten. Auf geht's, Männer, schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein. Sie haben recht. Mir ist klar, dass das der entscheidende Spielzug ist. Meine letzte Chance. Ich möchte nicht, dass unser letztes gemeinsames Spiel in einem Unentschieden endet. Deshalb gebe ich noch einmal alles. Ich stehe zwar nicht perfekt, aber ich weiß genau, dass ich es schaffen kann, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Also presche ich los, lasse die Gegenspieler, die mich decken, hinter mir und brülle, run! Er sieht mich und während ich mich versichere, dass ich nicht im Abseits zum Stehen komme, kickt er den Ball über einen perfekten Fallrückzieher zu mir rüber. Ich springe in die Luft, der Ball prallt gegen mein Schienbein und ich befördere ihn mit einer halben Körperdrehung in Richtung Tor. Gebannt sehe ich ihm hinterher und nehme die nächsten Sekunden wie in Zeitlupe wahr. Der Ball beschreibt eine Kurve in der Luft und gerade als Huge Blackwood, der Torwart der gegnerischen Mannschaft, sich dafür entschieden hat, sich in die linke Ecke zu werfen. Mit den Augen folgt er der Flugbahn und das Entsetzen ist ihm ins Gesicht geschrieben. Als ihm klar wird, dass er einen Fehler gemacht hat, er kann das Tor nicht mehr halten. Noch ehe der Ball hinter der Torlinie in der rechten Ecke zum Liegen kommt, reiße ich die Arme in die Höhe und schreie. Es wird abgepfiffen. Dann brechen auch unsere Fans in Jubel aus. Sofort sind meine Mannschaftskollegen bei mir, ein Gewirr aus schweißnassen Trikots und Testosteron. Ronnie und die anderen heben mich in die Höhe. Ihr Geschrei vermischt sich mit meinem eigenen. Die Fans auf der Tribüne zücken ihre Handys und wir werden vom Blitzlicht geblendet, als wir uns in Siegerpose fotografieren lassen.
Das Stadion der University of London tobt und wir sind mittendrin. Was für ein gelungener Abschluss. Mann, du wirst uns fehlen, sagt Timothy Warch, den alle nur Finny nennen. Er ist mit seinen 1,70 Meter der kleinste und wendigste im Team und mir seit meinem ersten Semester in London richtig ans Herz gewachsen. Mir auch. Joseph, unser Torwart, legt mir seinen schweren Arm um die Schulter. Überleg es dir nochmal, was willst du denn im Amiland? Es sind nur ein paar Monate, erwidere ich. Mein Entschluss steht, auch wenn er mir nicht leicht gefallen ist. Meine Eltern wandern nach Amerika aus und haben mich nahezu angefleht, sie zu begleiten. Sie wollen ihren einzigen Sohn nicht in England zurücklassen. In einem Anflug von Sentimentalität, Loyalität und irgendwelchen anderen Bullshit habe ich eingewilligt, zumindest für ein Auslandssemester mitzukommen. Danach werde ich allerdings nach London zurückkehren. Es gibt also keinen Grund, solche Gesichter zu ziehen. Komm schon, 6 Monate sind doch gar nichts. Ich bin schneller wieder da, als du Torlinientechnik buchstabieren kannst, ziehe ich Joseph auf, der zwar der Größte, aber nicht der Hellste ist. Wenn es danach ginge, kämst du in 10 Jahren nicht zurück. Stan aus der Verteidigung scheint wirklich geknickt zu sein. Anstatt sich über den Sieg zu freuen, wirkt er wie ein Häufchen Elend. Ich schüttel Josephs Arm ab und lege meinen jetzt wiederum um Stans Schulter, während wir alle unter immer noch anhaltendem Gejohl in Richtung Kabinen gehen. Aber danach geht's nicht. Und ich komme zurück, Kumpel. Wer soll dir denn sonst beibringen, wie man die Gegner gescheit abzockt? Und statt auf meine Scherze einzugehen, sieht Stan immer noch aus, als wäre ich zum Tode verurteilt worden. Alter, bitte ich ihn, hörst du jetzt mal auf, so zu gucken? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Was ist, wenn du wegen einer Frau da bleibst? Jetzt muss ich lachen. Als würde ich das hier. Ich mache eine umfassende Bewegung wegen einer Tussi sausen lassen. Hast du dir die amerikanischen Frauen mal angesehen? Die sind alles aufgeblasene Barbiepuppen. Glaubst du, wegen so einer werfe ich alles hin? Ich lasse den Blick durch das Stadion schweifen, das in Blau-Weiß unseren Mannschaftsfarben und Rot-Gelb für unsere Gegner geschmückt wurde. Die Ränge beginnen sich nur zögerlich zu leeren. Fangesänge schallen von überall her zu uns herunter auf den Rasen. Und so langsam dringt es mir durch, dass wir wirklich gewonnen haben. Mein Platz ist hier, stelle ich klar. Und zwar nur hier. Für immer. Cammy. Cameron, wie oft möchten Sie mich denn noch mit diesem Thema quälen? Rector March kann ein richtiger Arsch sein. Seit ich in Princeton studiere, habe ich mit ihm so meine Höhen und Tiefen. Ständig lobt er mich wegen meiner Leistung in meinem Journalismusstudium in den Himmel und sorgt dafür, dass meine Texte landesweit in irgendwelchen Uni-Zeitschriften veröffentlicht werden. Aber wehe! Ich denke auch nur darüber nach, das, worüber ich schreibe, auch praktisch zu betreiben. Dann wird er ganz schnell zu meinem größten Kritiker. Aus irgendwelchen Gründen fällt es dem Rektor unheimlich schwer, mich als Soccerspielerin zu betrachten. Wenn es dabei um mich allein ginge, wäre das ja eine Sache, aber mein Team hängt auch mit drin und das macht mich besonders wütend. Der Rektor lässt nicht nur meine Träume, sondern auch die der anderen platzen und ich kapiere einfach nicht, weshalb. Auf meinem Besucherstuhl setze ich mich aufrecht hin und argumentiere nochmal von neuem. Ich habe in der Satzung von Princeton nachgeschlagen und weiß genau, dass sie die Möglichkeit haben, eine neue Mannschaft pro Jahr zuzulassen. In welcher Sportart liegt es dabei in ihrem Ermessen? Dabei haben sie recht, Cameron, pflichtet mir March bei und legt die Stirn in tiefe Furchen. Ich versuche ja nicht, hier ein Team im Monopoly oder Skydiven anzumelden. Was wir treiben, ist ein ganz normaler Sport. Also, wo ist das Problem? Es ist ein Sport mit einem hohen Verletzungsrisiko, Mord March. Und jetzt muss ich fast lachen. In Princeton gibt es Football- und Rugby-Teams. Beides sind Disziplinen, die in die Spieler wortwörtlich aufeinander losgehen. Möchte er da wirklich mit dem Verletzungsrisiko argumentieren? Da gibt es wirklich Schlimmeres. Marge hebt eine Braue und mustert mich bezeichnend und ich verstehe, auf was er hinaus will. Der Sport ist vielleicht nicht generell zu hart, aber zu hart für mich. Das ist ja nicht der einzige Grund, Cameron. Marge seufzt, vermutlich, weil ihm selbst klar ist, dass sein Argument nicht zieht und macht eine ausholende Handbewegung. Dazu kommt das Problem, dass sie mir nicht mal einen vollständigen Kader präsentieren können. Ich weiß. Aber wenn Sie mir diese Unterschrift geben, verspreche ich Ihnen, dass ich ein komplettes Team zusammenbekomme. Mein Team besteht zurzeit aus 6 Mitgliedern, was viel zu wenig ist. Wenn Marge uns allerdings
die offizielle Zulassung erteilen würde, bekämen wir Geld aus dem Sportfonds der Uni und könnten uns beispielsweise Plakate und Flyer leisten. Dann hätten wir 0, nichts genug Mitglieder zusammen. So, mindestens gehe ich fest davon aus. Für ein paar Sekunden sieht Marge ins Leere und ich beginne zu hoffen, dass ich ihn umgestimmt habe. Dann stellt sich sein Blick auf mich scharf und er sagt in väterlichem Ton: Cameron, wir wissen beide, dass Sie ein Riesentalent von Ihrem Vater geerbt haben, die Gabe, mitreißende Texte zu schreiben. Anstatt Ihre Zeit auf dem Sportplatz zu verschwenden, sollten Sie sich darauf konzentrieren. Wenn Sie das tun, kann ich Ihnen nämlich etwas versprechen, dass Sie große Chancen haben, irgendwann in Ihrem Leben den Pulitzerpreis zu gewinnen. Ist es das nicht wert, dafür auf diese fixe Idee zu verzichten? Ein paar Momente lang erwidere ich seinen Blick und stelle mir vor, wie es wäre, seinen Vorschlag zu folgen. Ja, ich mag es zu schreiben, gar keine Frage, aber den Sport mag ich mehr. Darum schüttle ich entschieden den Kopf, stehe auf und schnappe mir das Antragsformular, das er ja doch nicht unterzeichnen wird, zumindest nicht heute. Ich komme wieder, verspreche ich ihm und wende mich der Tür zu. Sie geben nicht auf, was? Niemals, erwidere ich, und als ich die Tür schließe, höre ich ihn hinter dem Holz leise lachen. Den kriege ich schon rum. Alles eine Frage der Taktik. Kapitel 1. Hunter, Princeton, New Jersey. 2 Wochen später. Ich habe meinen Eltern beim Umzug in ihr schickes weißes Vororthäuschen in den Staaten geholfen und jetzt bestehen sie darauf, mir ebenfalls zu helfen. Mom ist schon in meinem Wohnheimzimmer und dekoriert wahrscheinlich alles mit spitzen Gardinen und Platzdeckchen, was reine Zeitverschwendung ist, weil ich das Zeug sowieso bei der nächsten Gelegenheit wieder in der Versenkung verschwinden lassen werde, während Dad und ich Kartons durch den Flur schleppen. Meine Eltern sind nicht die einzigen, die sich aufgedrängt haben. Überall stehen stolze Mütter und Väter herum, schießen Fotos, als wäre es ein Privileg, in Princeton aufgenommen zu werden. Für mich war es nicht schwierig. Einen Auslandsstudenten mit einem Notendurchschnitt haben sie nur zu gern genommen. Dad, der in etwa so groß wie ich, aber untersetzt und grauhaarig ist, grüßt der Reihe nach jedem, der ihm über den Weg läuft. Doch die Amis quittieren seine Höflichkeit nur mit einem irritierten Lächeln. Ich bin zumindest, was das angeht, anpassungsfähiger und beschränke mich auch noch auf freundliche Blicke. Denk dran, wenn du Kekse willst, musst du Cookies kaufen. Wenn du die Toilette suchst und irgendwo das Wort Restroom siehst, bist du richtig. Und wenn du neue Sportschuhe brauchst, frag nach Sneakers und nicht nach Trainers. Ich muss lachen. So geht es schon, seit ich zugesagt habe, die beiden nach Amerika zu begleiten. Seitdem erklärt mir mein alter Herr lauter solchen Kram, der mir nur eines zeigt, und zwar, dass die Amis einen gehörigen Schaden haben. Cookies, Sneakers und Restroom. Wer bitte redet denn so? Ist schon gut, Dad. Ich werde weder verhungern noch barfuß herumlaufen oder an irgendwelche Bäume pinkeln. Ich komm klar. Dad nickt mir nervös zu und tut mir schon fast leid. Was denkt er dann, dass ich wegen ein paar Keksen direkt die Heimreise antrete? Als wir in mein Zimmer kommen, warten bereits 2 Überraschungen auf mich. Zum einen hat Mom daraus, entgegen meiner Erwartung, keinen Teesalon gemacht. Sie ist wohl fest entschlossen, mich mit allen Mitteln hier zu behalten und versucht alles, damit ich mich wohlfühle. Über meinem Bett hängt ein Mannschaftsfoto des FC King's College, das wir vor unserem letzten Spiel geschossen haben, und sie räumt gerade meine Trikots gut sichtbar in ein offenes Regalfach. Das zweite, was mich verwundert, ist, dass sie offenbar bereits meinen Zimmernachbarn kennengelernt hat. Er ist ungefähr so groß wie ich, nur dünner mit dunklen Haaren. Mom hat ihn in Beschlag genommen, lässt sich von ihm meine Klamotten aus meinem Karton angeben und erklärt ihm, was man am besten wie bügeln sollte. Kopfschüttelnd sehe ich den beiden einen Moment zu, ehe ich meinem Nachbarn die Hand reiche und mich ihm vorstelle. Hunter Davis, hi. Mein Zimmernachbar betrachtet kurz meine Hand, dann klatscht er mit mir ab, als hätten wir gerade zusammen ein Match gewonnen. Ich versuche noch, seine Hand zu schnappen, um sie zu schütteln, aber er zieht sie so schnell wieder weg. Cool, ich bin Eric Brewer. 3. Semester, Ingenieurwesen. Sport und Medizin, füge ich an und deute mit dem Kinn in Richtung meiner Eltern, die uns anstarren, als wären wir 2 Dreijährige auf dem Spielplatz, die sich gerade anfreunden. Mom schiebt sogar ihre goldgerennete Brille zurecht, damit sie uns besser erkennen kann. Tut mir leid, kaum sind sie aus dem Königreich raus, vergessen sie schon ihre Manieren. Erics Miene und sein verwirrtes Lachen zeigt mir, dass er nicht kapiert, was ich von ihm will. Ich lasse ihn erstmal über meine Worte nachdenken und wende mich wieder meinen Eltern zu. Okay, das war's. Ich komme jetzt wirklich alleine klar. Danke für die Hilfe. Aber jetzt Abmarsch, füge ich in Gedanken hinzu und umarme erst meine Mutter und anschließend meinen Vater. Wenn du irgendetwas brauchst oder nur mal einen richtig guten Steak Pie essen willst, unsere Tür steht dir immer offen. Danke. Ich nicke, dann verlassen meine Eltern endlich das Wohnheim, jedoch nicht ohne sich vorher noch von Eric zu verabschieden.
Als die beiden weg sind, kommt er auf meine Seite des Zimmers und ich weiche instinktiv einen Schritt zurück. So gut kennen wir uns auch noch nicht. Mannschaftssport, sagt Eric und betrachtet das Poster über meinem Bett. Ich nicke und spare mir ein. Offensichtlich. Hockey? Rugby? Will er mich verarschen oder mir ernsthaft ans Bein pissen? Ich kann Eric noch nicht einschätzen, aber eigentlich wirkt er nicht wie jemand, der gleich bei der ersten Begegnung die Verhältnisse vor der Tür klären gehen will. Fußball, sage ich, und behalte ihn dabei genau im Auge. Dann kannst du zu den Lovers gehen, die sind eine der bekanntesten American Foot ohne American, sage ich ein bisschen zu scharf. Ohne. Eric dreht sich zu mir um und sein Blick hält sich auf. Ah, also du spielst Soccer. Ich schütte den Kopf, halb abwertend, halb angeekelt. Soccer. Noch so ein Wort, das die Amis verwenden und das gar keinen Sinn macht. Fußball ist Fußball. Was die Amerikaner unter Football verstehen, wird weder vornehmlich mit dem Fuß noch mit einem richtigen Ball gespielt. Fußball, wiederhole ich. Ach ja, du bist Engländer. Ihr nennt ja alles so komisch. Wir? Das hätte er wohl gerne. Ich bin zu höflich, um Eric zu erklären, dass Restroom Ruheraum bedeutet und es äußerst merkwürdig ist, wenn man auf der Toilette seine Pause verbringt. Stattdessen versuche ich, ein anständiges Gespräch über Fußball weiterzuführen. Ich schließe mich eurer Mannschaft an. Wie heißt sie denn? Eric schüttelt den Kopf und sagt etwas, was das Ansehen dieser Uni in meinen Augen von jetzt auf gleich ins Bodenlose sinken lässt. Sorry, aber in Princeton gibt's kein Soccer-Team. Hunter, als ich am nächsten Morgen aufwache, fällt mir zuallererst eines auf. Es ist viel zu still. Wieso ist da nicht das Trommeln von Regentropfen gegen mein Fenster zu hören? Wieso ist der Verkehr verstummt? Haben wir noch zu früh am Morgen? Da müssten doch zumindest ein paar letzte Pub-Besucher zu hören sein, die singend ihren Heimweg antreten. Seltsam. Außer ein paar zwitschernden Vögeln und leisen Atemzügen ist nichts zu hören. Atemzüge? Ich fahre mein Bett hoch und sehe mich hektisch um. Oh, Scheiße, es stimmt ja. Ich bin gar nicht mehr in meinem Wohnheim an der University of London und auch nicht in meinem Elternhaus in Walton-on-Thames. Das hier ist Princeton, eine Uni, an der es zwar jede Menge komischer Gestalten, aber keine Fußballmannschaft gibt. Ein halbes Jahr ohne Fußball, da stehe ich nicht durch. Stöhnend lasse ich mich zurück ins Bett sinken und wende meinen Kopf dem Teamfoto an meiner Wand zu. Nachdenklich betrachte ich meine Kollegen. Stan hat bereits auf dem Bild ein Gesicht gemacht, als stünde ihm etwas wirklich Grauenvolles bevor. Tiny und Joseph stehen nebeneinander, was ziemlich bescheuert aussieht, weil Tiny Joe gerade mal bis zur Brust geht. Die beiden grinsen einander an und haben sich wahrscheinlich die ganze Zeit über gegenseitig irgendwelche Sprüche gedrückt, während das Bild geschossen wurde. Mein Blick gleitet weiter, bleibt an mir und der dunkelblauen Kapitänsbinde hängen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die nächsten 6 Monate nicht mehr mit den Jungs spielen kann, wird mir ganz anders. Tja, selbst schuld, sag ich mir und schwing die Beine aus dem Bett, ehe ich noch gefühlsselig werden kann. Es hat mich ja niemand dazu gezwungen, diesem Auslandssemester zuzustimmen. Leise, um Eric nicht zu wecken, suche ich mir meine Klamotten zusammen. Mein neuer Zimmernachbar ist für einen Ami ganz okay. Zwar ist er unsportlicher als meine Oma, die spielt nämlich wenigstens noch Crockett, aber man kann sich mit ihm einigermaßen unterhalten, auch wenn wir ziemlich oft aneinander vorbeireden. Er hat mir von einem Uniball erzählt, für den er jede Menge Radiergummis gekauft hat, ohne dass eins davon zum Einsatz kam. Was er damit wollte, ist mir schleierhaft, aber ich habe auch nicht nachgefragt. Vielleicht ist das so ein Ami-Ding. Als ich ihn dann, bevor ich ins Bett gegangen bin, gefragt habe, ob ich ihn aufwecken soll, wenn mein Wecker klingelt, hat er gemeint, dass es eine ziemliche Sensation wäre, wenn ich es schaffen würde, ihn zu schwängern. Weiß Gott, was er damit sagen wollte. Es gibt ziemlich viele Missverständnisse zwischen uns und ich werde mir wohl bei Zeiten mal ein amerikanisches Wörterbuch zulegen müssen. Eric und ich werden uns ja nicht einmal einig darüber, ob sich unser Wohnheimzimmer in der ersten oder zweiten Etage befindet. Ich bin gespannt, ob die Amis in ihren Vorlesungen genauso viel Unsinn reden. Heute steht jedenfalls erstmal eine Einführungsvorlesung an. Ich mache mich auf die Suche nach dem Badezimmer und entdeckte das ominöse Pausenraumschild, von dem mir mein Dad erzählt hat. Wer weiß, vielleicht ist es den Amerikanern peinlich, wenn sie die Toilette aufsuchen müssen und sie tarnen das Bad deshalb unter diesem Namen. Der Duschraum ist komplett leer. Entweder bin ich zu früh dran oder die anderen halten es nicht für nötig, sich für die Veranstaltung fertig zu machen. Ich habe darüber gelesen, dass manche Amerikaner in Schlafanzügen zur Schule gehen. Vielleicht ist es an ihren Universitäten nicht anders. Innerlich mache ich mich schon mal darauf gefasst, dass ich mich gleich zwischen lauter karierten Pyjamas und Nachthemden befinden werde. Nach dem Duschen rasiere ich mich, anschließend ziehe ich mich an und bin bereit für meinen ersten Tag auf dem Weg nach draußen, begegne ich einigen Studenten, die zwar allesamt ziemlich ungekämmt aussehen, aber immerhin etwas mehr als einen Schlafanzug anhaben. Morgen, alles klar?
fragt mich einer im Vorbeigehen. Ich bleibe stehen, aber irgendwie scheint der andere Typ das nicht zu merken. Er geht einfach weiter und stellt dem nächsten, dem er begegnet, dieselbe Frage. Kopfschüttelnd sehe ich ihm nach. Guten Morgen, ein Mädchen passiert mich. Hab einen schönen Tag. Danke, du. Auch sie ist schon wieder weitergegangen. Hey Mann, bist du neu? Ein afroamerikanischer Kerl in Sportsachen stellt sich neben mich. Wenigstens er hat ein bisschen Anstand. Ja, bin ich. Bin Hunter Davis aus London. Cool, macht der Sportler. Dann ist er auch schon wieder unterwegs zu jemand anderen. Die haben ein bisschen wirklich seltsam drauf. Während ich über den Campus in Richtung des Hörsaals laufe, in dem die Einführungsveranstaltung stattfinden soll, halte ich den Kopf gesenkt und schlage den Kragen meines Mantels hoch, damit mich bloß niemand mehr anspricht. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Smalltalk-Versuche reagieren soll, ohne unhöflich zu sein. Vielleicht frage ich nachher Eric danach. Die Vorlesung ist, wie ich nicht anders zu erwarten hatte, anders als bei uns. Während der Professor redet, reden die Studenten ebenfalls, und zwar miteinander. Keiner scheint dem grauhaarigen Mann seine Aufmerksamkeit zu schenken und ihn scheint es nicht zu stören. Er rattert seinen Text herunter, wobei es ihm egal zu sein scheint, ob er übertönt wird oder nicht. Dann ruft er unsere Namen auf, teilt uns in kleine Gruppen Studenten zu, die schon länger in Princeton studieren, und ist darauf auch schon wieder verschwunden. Alle stehen unwillig auf, und bevor sich jeder in seiner Gruppe eingefunden hat, vergehen sicherlich 30 Minuten. Ich nutze die Zeit, um meinen Tutor, wenigstens hier benutzen die Amerikaner den gleichen Begriff wie wir, ein wenig über Princeton auszuhorchen. Dazu wähle ich den mal bei uns üblichen Einstieg übers Wetter. Ja, die Sonne scheint hier spätestens im Spätsommer, erwidert er mit einem verwunderten Lächeln. Anscheinend fragt er sich, weshalb ich ihn überhaupt darauf angequatscht habe. Offenbar ist man hier Direktor, also werde ich mich mal anpassen. Wo spielt man hier Fußball? Richtigen Fußball. Nicht diesen amerikanischen Abklatschen mit einem Ball, der eigentlich gar keiner ist. Der Tutor, ein dünner, großer Kerl mit Brille und einem pickeligen Teenager-Gesicht, schüttelt den Kopf, als würde ich eine andere Sprache sprechen. Fußball. Du weißt schon. Nein. Der Brillentyp schüttelt wieder den Kopf. Soccer, sage ich zähneknirschend. Ach, Soccer! Sein Gesicht hält sich auf und meint ebenfalls. Na bitte! Eric hat sich einfach nur geirrt, als er sagt, es gibt in Princeton kein Team dafür. Sag das doch gleich! Nächstes Mal verspreche ich, auch wenn ich mir lieber die Zunge rausschneiden würde, als noch einmal Soccer zu sagen. Also, wo finde ich das Team? Welches Team? Das Soccer-Team? Er lacht und einige, die sich bereits um uns herum versammelt haben, tun es ihm gleich. Warum ist das so witzig? Naja, weil das wohl der dämlichste Sport ist, den es gibt. 20 Leute rennen sinnlos hinter einem Ball her. Hat das Spiel überhaupt Regeln? Scheiße, ja. Natürlich hat es das. Ich will anfangen, ihm die wichtigsten zu erklären, aber er und die anderen lachen sich nur weiter halbtot. Also gebe ich es auf. Es gibt so viele Sportteams in Princeton. Was sollen wir damit zocken? Fußball, grummle ich. Der ist genauso gestört wie Cameron, lacht einer, und ich wende mich ihm zu. Er ist offenbar niemand von den Neuen, denn er trägt einen Princeton-Hoodie zu Jogginghosen. Eigentlich müsste ich ihm für seine Beleidigung eins auf die Nase geben, aber ich höre gewissentlich darüber hinweg, denn er hat etwas viel Bedeutenderes gesagt. Cameron, hacke ich nach. Cameron, und wie weiter? Wenn dieser Typ auch nur halb so besessen vom Fußball ist wie ich, dann kann das mit uns vielleicht was werden. Evans, Cameron Evans, versucht schon seit Ewigkeiten ein Soccer-Team zu gründen, aber viel ist dabei noch nicht rumgekommen. Ich speichere den Namen in meinem Gedächtnis ab. Danke, und wo finde ich Cameron? Die trainieren jeden Nachmittag auf der Wiese vor der Mensa. Perfekt, das finde ich. Ich bedanke mich und kann es kaum erwarten, diesen Cameron nachher zu begegnen. Vielleicht können er und ich gemeinsam ein Team auf die Beine stellen. Und selbst wenn nicht, ist es immerhin gut, einen Gleichgesinnten gefunden zu haben. Tja, Cameron, der Cameron. Mal gucken, was Hunter für ein Licht aufgeht, wenn er Cameron entdeckt. Ja, es ist wieder super schön, in die Story von Josie Charles abzutauchen und vor allem in den 7. Teil der Princeton-Reihe. Ihr habt es in ihren einführenden Worten gelesen. Ich habe gesagt, Princeton ist wie nach Hause kommen, und es ist auch wirklich so. Es ist unfassbar schön, immer wieder dort anzukommen und immer wieder gezeigt zu bekommen, dass man an seine Träume glauben soll, dass man niemals aufgeben soll, dass nur weil andere sagen, man schafft etwas nicht, das nicht das eigene Ziel ist. Wenn die das nicht schaffen, okay, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht schaffen kann. Und ich finde, Josie verpackt das immer so gut und stellt auch so die Freundschaft irgendwo sehr weit in den Vordergrund. Denn wenn man ein Ziel erreichen will, schafft man das meist nur gemeinsam. Als Einzelspieler ist das doch recht schwer. Und das merken wir ja hier. Cameron stößt immer auf Gegenwehr. Sie ist eine Frau. Sie spielt Fußball oder Soccer.
Ein heilloses Drama. Und ja, wird halt leider nicht so anerkannt, wie sie es gerne hätte, beziehungsweise findet sie niemanden zum Fußballspielen. Hunter geht mit einigen Vorurteilen nach Amerika und stößt dabei auf ganz harte Gegenwehr, weil seine Ansichten, finde ich, doch echt verstaubt sind in manchen Sachen, wo ich echt denke so, also Vorurteile hast du genug und dein Verhalten stößt, glaube ich, nicht überall auf Positivität. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Mischung. Es macht unglaublich viel Spaß, Cameron und Hunters Geschichte zu verfolgen. Und ja, ob sie es schaffen, ein Soccer-Team auf die Beine zu stellen und welche Steine ihnen vielleicht noch dabei in den Weg gelegt werden und was ihr Herz dazu sagt, das müsst ihr natürlich selber rausfinden. Genau, die Princeton-Liebhaber wissen, wie schön es in Princeton ist. Alle anderen müssen diese Bücher einfach lesen. Ich hoffe, ich konnte euch für den 7. Teil begeistern und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns beim nächsten Lesevideo wieder. Tschüss!